zwei wichtige Entscheidungen an einem Tag. Die EZB belässt den Leitzins weiterhin auf dem Rekordtief von 0%. Andererseits will die Bank die milliardenschweren Anleihekäufe Ende dieses Jahres einstellen. EZB-Chef Mario Draghi sagte beim auswärtigen Treffen des Bankenrats im lettischen Riga: Um die vollen Früchte unserer geldpolitischen Maßnahmen zu ernten, müssen andere Bereiche entschiedener dazu beitragen, das langfristige Wachstumspotenzial zu steigern und Schwachstellen zu reduzieren. Die Geschwindigkeit der Umsetzung von Strukturreformen in der Eurozone muss deutlich erhöht werden, um Widerstandsfähigkeit zu steigern, strukturelle Arbeitslosigkeit zu senken und Produktivität wie Wachstumspotenzial der Eurozone zu erhöhen. Die Zinsentscheidung sorgte an den Börsen für große Freude. Der Euro dagegen sackte nach den Aussagen der EZB deutlich ab.